Heute gibt's mein saftiges Bananenbrot. Dazu zerkleinert ihr im ersten Schritt die Dinkelkörner im Mixtopf und füllt sie danach um. Dann gebt ihr etwas Nussmischung in den Mixtopf, zerkleinert sie ebenfalls und füllt das Ganze zu den zerkleinerten Körnern. Dann kommt Apfel in den Mixtopf, ebenfalls zerkleinern. Und dann kommt der ganze Rest dazu, also auch die zerkleinerten Körner und Nüsse, dann Bananen, Eier, Backpulver, entweder ein Päckchen oder 15 Gramm. Und ich gebe dann auch optional ätherische Öle dazu, nämlich etwas Ingweröl und etwas Zimtöl. Ihr könnt aber auch gemahlenen Zimt nehmen. Danach füllt ihr die fertige Mischung in den kleinen Zaubermeister, Zauberkasten oder eine Kastenform und dekoriert sie noch mit einer Banane. Nach ca. 40 Minuten im Backofen ist das Bananenbrot fertig und ihr könnt es genießen. Das Rezept findet ihr auf kinderleichtkochen.com.